So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Review und wir waren mal wieder im Kino. Diesmal gab es unter anderem, also nicht unter anderem, sondern nur Rambo 5 bzw. Rambo Last Blood. Und der Titel sagt ja wahrscheinlich schon alles. Last Blood, das wird wohl wirklich der letzte Teil sein nach Rambo 1, 2 und 3. Was ihr übrigens hier seht, die Rambo-Trilogie auf Blu-ray uncut. Richtig fettes Teil immer noch, ist noch original eingepackt, original verschweißt. Aber nach den ersten drei Teilen, Rambo 1, 2, 3, gab es ja John Rambo. Auch natürlich uncut, richtig heftiger Film, muss ich sagen. Ihr seht schon, hier der junge Bursche mit der Wolfgang-Petri-Frisur, der so unschuldig guckt, wird zum übelst brutalen Buster, der die ganzen Leute abmurkst. Das war richtig saftige, deftige Action. Und wie sie es schon bei Rocky gemacht haben, nach den ganzen Rocky 1, 2, 3, 4, 5, kam ja dann Rocky Balboa. Man dachte, das ist der Abschluss. Kam also Rambo 1, 2, 3 und dann John Rambo. Dachte man, das ist der Abschluss. Plötzlich kommt aber Rambo 5. Also John Rambo, der offiziell vierte Teil. Und Rambo 5, Last Blood, jetzt vielleicht trotzdem der letzte Teil, weil der gute Sly wird ja auch immer älter, was man auch dem Film deutlich angesehen hat, beziehungsweise der Figur. Wenn man das mal vergleicht mit den anderen Teilen, dann sieht man, dass er der schon einige Jahre in den Knochen hat. Was mir natürlich am Anfang sofort wieder aufgefallen ist, ist die Synchronstimme. Das war ja schon bei Creed 2 im Kino so. Beim ersten weiß ich es gar nicht, ob das da noch normal war. Auf jeden Fall bei Creed 2 ist mir sofort negativ aufgefallen, dass er nicht seine normale Synchronstimme hat. Dieses typische, wo eben Sly, aber auch Arnold Schwarzenegger immer synchronisiert wird. Das ist doch das, worauf es eigentlich ankommt. Die Stimme, die man im Kopf hat, diesen Charme, diesen Flair, das Mitbringen. Aber der Synchronsprecher ist ja schwer erkrankt dieses Mal. Also meine Mom hat mir das gestern auf jeden Fall nochmal so erklärt, dass der ja krank ist und dass der nichts mehr machen kann. Deshalb haben sie eine Ersatzstimme gehabt, schon bei Creed 2. Jetzt eben bei Rambo 5 auch. Ist mir gar nicht aufgefallen im Trailer. Wahrscheinlich hat er im Trailer nicht geredet, ich weiß es nicht. Ich also da rein habe gedacht, oh, guck dir den an. Dann macht er den Mund auf, gleich am Anfang bei einer brutalen Rettungsaktion mit Pferd und Kutte. Und ich denke, nein, warum? Warum klingt er denn nicht so, wie er sonst klingt? Ist natürlich nachvollziehbar, da kann man nichts machen. Und es geht ja trotzdem eigentlich auch um den Film, um die Story, um die Action. Er macht schon wieder alles kaputt. Aber egal, das also jetzt der letzte Rambo-Film. Denke ich mal, außer nach Last Blood kommt noch ein Rambo New Blood-Film, den sie dann noch machen als sechsten Teil. Glaube ich aber nicht. Und ich bin mit gemischten Gefühlen rausgegangen. Also als allererstes habe ich gelesen, der Film soll wohl nicht so gut ankommen. Aber ich habe gesagt, das ist Sly. Sly ist immer gut. Sly muss man sich geben. Als Sylvester Stallone-Fan geht man da rein. Egal wie der Film ist, egal was andere sagen, den muss man sich einfach angucken. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, wer ein richtiger Rambo-Fan ist, der hat vielleicht mit dem Film ein bisschen seine Probleme, weil das eben wirklich was ganz anderes als die bisherigen Rambo-Filme. Bisher war die Story eigentlich eher im Hintergrund und die Action im Vordergrund. Bisher gab es eigentlich so gut wie keine Story, selbst bei John Rambo finde ich. Story, ja gut, das sind Leute, geh da nicht hin, was, da ist noch jemand von euch, da gehen wir halt hin, jetzt bringe ich alle um, zack, fertig. Das war einfach immer alles so stumpf und oberflächlich. Der Hauptaugenmerk lag wirklich auf der Action und die war bei John Rambo ja wirklich brutal. Sowas Brutales habe ich noch nie gesehen. Auch bei Rambo Last Blood hieß es jetzt, der Film sei ziemlich brutal. Und ich habe gedacht, wow, der setzt bestimmt noch eine Schippe drauf. Habe mich deswegen so gefreut, dass es da losgeht, dass es da zur Sache geht. Aber ich finde, der Film war einfach komplett anders gemacht als alle Rambo-Teile, da eben die Action nicht so im Vordergrund stand, diesmal eben aber die Story. Die Story so sehr, dass ihr erstmal eine sehr mitfühlende Partie ergriffen habt. Ihr habt euch in seine Rolle versetzt, ihr habt das mit der Tochter, die ja nicht seine Tochter direkt war, aber eher wie eine Vaterfigur, dass einem das sehr ans Herz gelegt wurde, dass da wieder auf die
Tränendrüse gedrückt wurde, diese Befreiung dann von ihr, wie die abgestürzt ist, wie die zu Hause entflohen ist. Da wurde so viel am Anfang darum aufgebaut, da wurde so viel Sendezeit genutzt, erstmal wirklich euch die Charaktere ans Herz zu legen, die Beziehungen darzustellen, die Bindung zum Zuschauer zu erzeugen, dass ihr dann in der traurigsten Sekunde des Filmes auch wirklich mitfühlt. Meine Freundin saß daneben, die hatte Tränen in den Augen, die hat geweint und ich habe von Anfang an gedacht, wenn die in den Rambo-Film geht, die wird sicherlich sagen, naja, das fand ich jetzt aber nicht so, der ist ja da nur hin und hat alle umgebracht und so stumpfe Action, naja, was will man da erwarten? Aber das war ein Film, wo sie wirklich gesagt hat, sie fand den gut. Das hätte ich von Anfang an nie gedacht, dass sie einen Rambo-Film gut finden kann. Was aber eben daran lag, dass es nicht nur um plumpe Action ging, sondern eine Story, eine Handlung in den Vordergrund gesetzt wurde, die das Herz erwärmt, die einen ergreift, die einen das dramatisiert dargeboten wird und man wirklich gedacht hat, nein, das kann doch nicht sein. Und dann kam der Wendepunkt in dem Film natürlich, dann kam der Racheakt, dann wurde auf die Action gesetzt, aber ich finde trotzdem, die Action kam irgendwie zu kurz. Der Film hat wirklich hauptsächlich fast nur Handlung gehabt. Dann, als es an die Action ging, war die Action schneller vorbei, als sie überhaupt angekündigt wurde. Man hat gesehen, er hat da lauter so Fallen aufgebaut, hat sich vorbereitet und die Vorbereitungszeit für die Action hat im Prinzip länger gedauert als die eigentliche Action. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Der Flo war ja auch dabei, der hat auch gesagt, also die Action, ne, zack, vorbei. Der Film ging viel zu kurz, es war viel zu schnell vorbei, das hat er auch nicht verstanden. Aber im Großen und Ganzen, wenn ihr das jetzt nicht als waschechten Rambo-Film ansehen wollt und mit den anderen Rambo-Teilen vergleichen wollt, sondern es als eigenständigen Film, als eigenständigen, da geht's um was, da ist eine Handlung, da ist ein Ende, da ist sonst was, kann man das natürlich stehen lassen, kann man das gutheißen. Wer auf die bisher bekannte Rambo-Action setzt, gerade nach John Rambo, der wird vielleicht ein bisschen enttäuscht sein und sagen, das war mir zu viel Story, da waren mir zu viel Gefühle drin und Rumgeheule. Ich will doch die krassen Moves sehen, ich will sehen, wie er das Herz rausreißt, ich will sehen, wie er den Kehlkopf zerdrückt, ich will sehen, wie er die Augen einquetscht. Das bestimmen die meisten Leute. Zum Hauptteil waren auch wirklich fast nur Männer im Kino, ist meiner Freundin auch aufgefallen. Ja, da sitzen ja nur Männer und da sitzen Männer, da drüben sitzen auch Männer, hinter uns sitzen Männer. Ich habe gesagt, nee, da vorne sitzt noch eine Frau. Ja, aber hauptsächlich nur Männer, fast nur Männer. Trotzdem war der Film natürlich sehr cool gemacht. Im Allgemeinen als Sylvester Stallone-Film, den werde ich mir natürlich auch bestellen und in meine Sammlung mit aufnehmen, dass der eben neben den ersten drei Rambo-Teilen und dem John Rambo-Teil seinen Platz findet. Ich muss aber sagen, ich fand ihn nicht so gut wie zum Beispiel den John Rambo. Wenn man jetzt rein auf einen Actionfilm setzt, weil hier war es ja wirklich ganz stumpf. Er geht dann dahin, gleich am Anfang geht's los. Der umgebracht, das umgebracht. Die Gewaltdarstellung bei John Rambo, die war so brutal, so detailliert und natürlich auch alles in diesen Dörfern, in diesen Landschaften, auf freiem Feld, bei Tageslicht. Da ging's richtig ab, was da die Körperteile rumgeflogen sind. Bei Rambo Last Blood war das ja dann in Mexico City, da war schlechtes Wetter, da war es dunkel, da hat es geregnet. Beim großen Finale dachte man, gut, jetzt ist Sonnenaufgang, gleich siehst du ordentlich was. Dann sind die aber alle in die Tunnel rein und haben sich in den Tunneln gegenseitig abgemurkst, wo natürlich kaum Beleuchtung war, alles ein bisschen düster, alles dunkel. Also die Action war dann plötzlich so schnell und so verdeckt, viele Dinge konnte man gar nicht wirklich klar erkennen. Vielleicht hat das einfach nur mein kleines Gehirn überfordert, weil das einfach nur und alle tot und so. Und das hätte ich mir anders gewünscht, dass da eben die Action ein bisschen detaillierter, ausgefeilter, in die Länge gezogen ist. Aber gut, der Film setzt halt mehr auf Handlung, weil es eben jetzt mehr Leute ansprechen soll, auch ins Kino ziehen, mehr Leute erreichen, ins Kino ziehen, ne? Ins Kino locken, mehr Leute erreichen soll. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wenn ihr die bisherigen Rambo-Filme geguckt habt und den neuen geguckt habt, was ist euer Lieblingsteil? Ich muss ehrlich sagen, an die ersten drei, da kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, beziehungsweise gut an den ersten noch, als er da als Landstreicher in die Stadt kam. Den zweiten und dritten weiß ich irgendwie überhaupt gar nichts mehr, weil das einfach schon so ewig her ist. Ich sollte vielleicht doch mal die Verpackung aufmachen und mir den Film angucken. John Rambo,
ist mir sowas von im Gedächtnis geblieben. Den fand ich einfach so richtig genial. Hier steht ja auch hinten drauf, der härteste Rambo, den es je gab. Das muss ich auch unterstreichen, denn Rambo 5 oder Rambo Last Blood war leider nicht so hart, wie man es von John Rambo gekannt hat. Hat hier natürlich auch eine deutlich bessere Figur gehabt, hat noch seine alte Stimme gehabt. Jetzt in dem Film war er halt wirklich sehr alt und das könnt ihr vergleichen wie die Rolle von Arnold Schwarzenegger bei Maggie, als der einfach diese Vaterfigur hatte und auf seine Tochter aufpassen wollte. Auch ein älterer Herr, da ging es auch nicht so um die Action oder dass da irgendwas Krasses immer passiert, sondern eigentlich wirklich um diese Vater-Kind-Rolle, diese Beziehung zueinander. Fand ich übrigens auch einen sehr schönen Film, Arnold Schwarzenegger weinen zu sehen bei Maggie und jetzt hier eben Sylvester Stallone zu sehen als Vaterfigur. Aber eine Lieblingsstelle hatte ich natürlich trotzdem noch, beziehungsweise erstmal ganz cool, dass das auch in Mexiko da gespielt hat, diese ganzen Drogenkartelle, Drogenbosse, Frauenhandel, Mädchenhandel, Prostitution, diese ganzen ekelhaften Typen, so richtig bosshaft da alle rumgestanden, die zwei Brüder, die Bösen, das war auch cool in Szene gesetzt eigentlich, dass man gleich die gehasst hat und gesagt, solche ekligen Schmierlappen, diese dreckigen Gringos, was weiß ich, und meine Lieblingsstelle, als er dann den Typ verfolgt hat, der die Tochter entführt hat, hat ihn am Auto zur Rede gestellt, gleich Messer ins Bein und hier oben voll mit dem Daumen rein, um das Schlüsselbein, die Haut aufgerissen, den Knochen rausgerissen, festgehalten und gesagt, ich brech den dir durch, sag mir jetzt, wo die ist. Das war die erste brutale Stelle in dem Film und das meiner Meinung nach auch die heftigste, weil das so genial aussah. Am Ende ist natürlich noch vieles andere passiert, als dann der große Showdown war in der Höhle und er hat die ganzen Leute da kalt gemacht, aber da, meiner Meinung nach, fiel es einfach zu dunkel, ging viel zu schnell, einfach nur zack, 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 reingeschnitten alles, kreuz und quer, dass man vieles gar nicht so richtig wahrgenommen hat oder gar nicht so extrem gewirkt hat. Da war man schon wieder überfordert bzw. überrumpelt mit den ganzen Eindrücken, die auf einen eingestochen sind und dafür war das Ende mit der Action dann auch irgendwie zu kurz. Ich habe mir auch gedacht, dass die ganze Befreiungsaktion der Tochter länger dauert, dass er dorthin geht, dass er dir ewig suchen muss, dass er da sich durch die ganzen Massen metzelt, dass er da von Gebäude zu Gebäude und die überall sucht und da einfach voll die Action geboten wird. Leider war es ja so, er ist einfach dann hin in das eine Haus, hat drei niedergekloppt, hat die einfach mit heimgenommen. Was dann passiert, das seht ihr ja. Und dann kam am Ende noch der große Showdown und da sind ja einfach alle da rein und er alle zack und dann war es im Prinzip vorbei. Fand ich ein bisschen, ja, da war ich ein bisschen enttäuscht, da hätte ich mir mehr erwartet. Trotzdem, die Charaktere, die Handlung, das, was man sehen konnte, war schon okay, war ganz vernünftig. Ich würde trotzdem sagen, John Rambo immer noch der beste Rambo-Film, der beste Rambo-Film. Und hier, den kann man sich geben zur Vollständigkeit der Sammlung. Und wer einen schönen Familienfilm gucken will, wo jeder was hat, was zum, gut, Lachen gab es ja nicht. Gab eigentlich nur was Brutales und was Trauriges, aber geht da ruhig mal rein, bildet euch eine eigene Meinung. Meine also, der Film war okay, es gab schon bessere, aber es gab natürlich auch schlechtere. Das war eben jetzt wieder eine ganz andere Nummer. Rambo ist nicht gleich Rambo, weil Rambo Last Blood ist eben was ganz anderes und eben nicht mit den bisherigen Rambo-Teilen zu vergleichen. Das war's aber, glaube ich, jetzt von meiner Seite aus. Habt ihr den Film geschaut? Werdet ihr das noch machen? Schreibt's in die Kommentare. Wie ist eure Meinung dazu? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wieder. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.